herzlich willkommen, Freunde. Jetzt darf ich die Anmoderation machen. Ich musste mich gerade mit ihm darum prügeln. Ich habe verloren. Ja, davor habe ich verloren. Deswegen hast du davor die Moderation gemacht. Es ist ausgeglichen zwischen uns. Aber wir wollen uns mit euch noch weitere Japan-Commercials angucken. Denn die sind super weird teilweise. Und wir versuchen immer ein bisschen alles irgendwie, zu erraten, um was es sich dabei handelt. Wenn wir es nicht wissen, aber ihr wisst, um was es sich handeln könnte, dann schreibt das doch mal in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, dann sage ich mal, starten wir doch direkt. Ja, aber 3, 2, 1, let's go! Go! Also, das MMO, irgendein Game. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja dieses Japano-Handyspiel, glaube ich, ne? Idol Master. Cinderella Girls. Hey! Rare. Jetzt ist es oh, ganz schwer. Oh, wie geil. Was könnte das sein? PlayStation! Aber wie cool die Werbung halt einfach ist, ne? Die kam ja auch nie. Oh, ich vermisse den Game Advance ein bisschen. Der war schon ziemlich cool. Der hatte coole Spiele, ja. Der hatte echt coole Spiele. Vor allem die Pokémon, wie immer. Alter, Gundam, wie geil. Da war ich auch traurig, dass diese Riesenfigur nicht mehr da war, dass sie abgebaut war, ja, wo wir da waren in Japan. Wo waren die überhaupt gestanden? Ich glaube in Shibuya. Okay. Ich glaube in Shibuya. Oh, okay. Boil it! Koch! Boil it! Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber. Ah ja, doch, ich hab nur ein bisschen. Ich habe schon meine gesehen. Boil! Ich frage mich, wie viel Nudeln der braucht. Oh, Cola. Könnte Cola sein. Ist das der asiatische sexy Cola? Geil. Ja, Mann. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wirklich? Die Masche zieht einfach in jedem Land. Sex. Aber da haben sie eine sexy Girl statt einem sexy Boy. Warte mal. Boy. Was bringt die? Ganz bringt andere Zielgruppe. Aber die bringt dir was ganz anderes. Das war gar kein Cola, das ist einfach der klassische rote Automat. Ist das nicht Coca-Cola an das Zeug? Ich weiß es nicht. Fioria. Das ist doch eine Kaffeewerbung. Das, was bei uns Softdrinks ist, ist dort Kaffee. Du kriegst auch kaum Kaffee, nämlich Läden in Japan, weil die meisten ziehen sich echt an diesen Automaten. Die kannst du sowohl heiß als auch kalt kaufen. Also, ich liebe diese Automaten. Okay. Ich glaube, das ist ein gutes Auto. Ja. Wir sind voll drauf reingefallen, Mann! Bitte, das war doch eine flachbrüstige Frau, oder? Ja. Oh Gott. Diese Schande bleibt mir immer im Internet. Nein. Naja, Gott, ey, wenn er halt hübsch ist, kann ich ja nichts sagen. Es gibt einfach hübsche Männer. Oh! Kisaru. Beautiful Eyes. Beautiful Eyes. Oh, wie geil ist das denn bitte? Ist das Kaugummi-Werbung? Ja. Nein. Ich werde nie vergessen, wie ich einfach im Hotel liege, durch das Programm zappe und auf einmal läuft Attack on Titan Season 2. Ja, Mann, Season 2. Und ich hab mir, what? Leider ohne Untertitel, ich kam halt nicht weit mit. Auch die Menschen haben alle ohne Untertitel gesprochen. Das ist crazy. Aber dieser Hund ist auch so bekannt, der spricht. Irgendwie ist in jeder Werbung drin, habe ich das Gefühl. Was ist das für eine Schule? Falls einer Netflix hat, Good Morning Call, das ist wie gute Zeit, schlechte Zeit, bloß als Japano-Serie. Und die fühlt sich halt an wie ein Anime trotzdem, wenn du es anschaust. Ich glaube, das ist auch basiert auf einem Manga, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Aber es fühlt sich auch voll an wie ein Anime. So, es ist komisch, wenn echte Menschen das machen. So. Ja, ja, auch die ganzen Blickwinkel und so sind wie im Anime. Also ja. Soundeffekte auch. Also ich glaube, es ist eine Katzenwerbung. Sheba, es gibt Sheba. Sheba. Okay. Das essen also sieht mittlerweile Felix besser aus wie die Cup-Nudeln. Oh, da hast du den Rochen eigentlich gestreichelt im Aquarium? Nein. Hast du nicht gemacht? Da habe ich den Bran schon gerochen, glaube ich. Colorio. Okay, wir wissen, das ist eine. Okay. Oh, Pikmin. Ja. Habe ich noch nie gespielt. Ich habe es auch nie gespielt. Das aber wir kennen es. So viel Hyper, dass wir es trotzdem. Das war doch hier auf der Gamecube, glaube ich, damals. Ja. So das erste Spiel, das war, was da mit rauskam. Richtig. Die sind schon süß. Hatashi? Nee, Hatashi. Oh, die Musik. Das sieht schön aus eigentlich. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so alt, Spiel. Ne, Wii U. Die Werbungen sind auch noch nicht so alt. Hier, Ark. Nee. Das ist auch noch nicht so alt, weil Dinosaurier sind noch gar nicht so lange ausgestorben.
King of Zero, Pepsi. Dort ist auch Pepsi größer, ne? Das war's schon. Ja, das war's schon. Da ist auch Pepsi, glaube ich, größer als Cola, kann das sein? Ich weiß es nicht, oder? Genau. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe da auch keine Cola getrunken. Ja, ich auch nicht. Also die einmal oder so. Aber ich erinnere mich nur an diesen total crazy Energy Drink, den ich hatte. Ja, Mann, den habe ich mir danach auch gekauft. Ja? Ja, der ja war klar, ich wollte das Feeling auch haben. Du warst gepusht. Dieses Grüne mit diesem Hasen, mit diesem komischen Hasen, mit diesem Go-Kart oder so. Krank. Einfach nur durch. Heftig. Na gut. Ja, gut. Dann war's das ja schon wieder. Dann ist jetzt vorbei, ne? Dann haut doch rein und lasst doch mal irgendwas da, wie so ein Abo oder so ein Kommentar oder ja, diese Sache, die man auf YouTube so machen kann, ja, ne? Das, wisst ihr Bescheid. Schaut euch nicht das erste Video, glaube ich. Und wenn doch, dann... Dann erst recht abonniert. Dann seid ihr schlecht eingestellt. Und schaut auf seinen Kanal auch mal vorbei. Und wir sehen uns später. Sayonara!